Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um einen Müller-Haul gehen. Ja, ich war mal wieder bei Müller einkaufen, habe einiges mitgenommen. Es gab ja jetzt oder gibt auch aktuell noch den limitierten Maskenaussteller von der Marke Gardena Vera, also der Eigenmarke von Müller. Und was soll ich sagen? Ich konnte nicht widerstehen. Ich bin in Müller gefahren und habe mir die Produkte gekauft. Nicht alles tatsächlich. Ich glaube, drei Sachen von dem Aussteller habe ich nicht mitgenommen. Da werde ich gleich aber nochmal drauf eingehen. Und ja, jetzt starte ich einfach mal direkt durch. Zu einem habe ich an der Kasse mitbekommen von Lavera Basissensitiv die beruhigende Feuchtigkeitscreme. Das ist eine Gesichtscreme mit Aloe Vera und Mandelöl. Ja, werde ich testen. Sind eben zwei so kleine Pröbchen. Und die soll wohl jetzt neu sein. Weiß ich gar nicht. Gibt sie nicht schon länger? Vielleicht neu formuliert, ohne Parfums, die jetzt auf jeden Fall. Und wie gesagt, die werde ich testen. Bin ich sehr gespannt. Und dann habt ihr vielleicht in meinem Aufgebrauchvideo gesehen, dass ich einiges an Haarpflege leer gemacht habe. Und ich habe so ein bisschen geschaut, okay, was könnte ich mitnehmen? Und man kann ja auch bei Müller, zumindest bei mir in der Umgebung, die 10% Coupons von Rossmann einlösen. Und dann dachte ich, okay, dann nimmst du ein bisschen was mit. Und habe zu einem mitgenommen von L'Oréal Paris Evital eine Reihe. Und zwar die Total Repair 5 Variante. Das ist ein reparierendes Shampoo für stark geschädigtes Haar. Und dasselbe habe ich hier eben auch nochmal als Spülung mitgenommen. Das Ganze ist jetzt hier eben eine Variante, die ein bisschen größer ist. Also hier sind jetzt im Shampoo 300 und in der Spülung 250 ml. Also das sind quasi die größeren Flaschen sozusagen. Die gibt es ja auch noch in etwas kleiner. Und ich mochte einfach den Duft von der Reihe auch immer ganz gern. Ich hatte die ja früher, sage ich mal, auch öfters. Und ich mag den Duft einfach. Und ich komme eigentlich aktuell wieder mit Elvital ganz gut klar. Deswegen habe ich mir einmal diese Reihe hier mitgenommen. Und dann habe ich noch eine weitere Reihe mitgenommen, aber nicht von Elvital, sondern von Naturebox. Die Reihe hatte ich, meine ich, schon mal. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich die dann aussortiert habe oder ob ich die tatsächlich aufgebraucht hatte. Auf jeden Fall ist das hier die Nährpflegereihe. Das ist jetzt mit Arganöl und ich wollte die einfach nochmal haben. Meine Haare, beziehungsweise meine Kopfhaut hat sich auch jetzt so ein bisschen verändert wieder. Deswegen dachte ich, okay, probier's das mal aus. Und ich habe eben auch hier Shampoo und Spülung mitgenommen. Ja, wollte ich einfach mal wieder ausprobieren für intensive Pflege. Ich mag auch den Duft sehr gern. Also es riecht halt einfach sehr angenehm nach, ja, nach Argan einfach. Und ja, dufte eben einmal mit. Und dann kommen jetzt auch schon zu den Masken. Ja, zu einem die von dem Aussteller. Da habe ich einmal die ganzen Hydrogel-Augenpads mitgenommen. Zu einem die Variante Little Snowman. Das sind Hydrogel-Augenpads mit Zaubernuss und Vanilleextrakt und süßem Duft. Abschwellend und erfrischend. Und die haben halt hier eben auch so eine Form, wie hier vorne drauf abgebildet ist. Also so zwei Schneemänner sind das dann. Dann einmal Magic Tree. Das sind eben, ja, sehen aus wie so ein bisschen wie so kleine Sterne, sollen aber Bäume darstellen. Mit Hyaluronsäure, Marshmallow und Vanilleextrakt, abschwellend und verwöhnend. Dann einmal Oh Dear, super süße Verpackung. Ja, mit Mandarinen und Vanilleextrakt duftet nach Weihnachtsbäckerei, abschwellend, glättend und Feuchtigkeit spendend. Super süß, oder? Also da konnte ich einfach nicht widerstehen. Und dann einmal Ho 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 Hydrogel-Augenpads mit Cranberry und süßem Mandelextrakt und süßem Plätzchenduft, abschwellend und strahlend. Da bin ich super gespannt drauf, wie die denn alle so sein werden. Dann gibt es aber auch normale Augenpads. Ich denke, das sind dann so welche, die dann so eher an der Haut kleben. Also die halt nicht so Hydrogel sind mit dem Serum, sondern die halt eben so eine Klebefläche haben. Und da gibt es zwei Stück. Einmal Santa's Look Augenpads mit Duo Hyaluronsäure, abschwellend und strahlend. Die haben halt auch so ein Print drauf. Das sieht man leider ein bisschen schlecht auf der Verpackung, weil das so klein ist. Aber die haben auch so ein, ja, Santa-Print drauf. Und dann einmal Rudolph's Look Augenpads mit Duo Hyaluronsäure und Niacinamid, glättend und feuchtigkeitsspendend. Und die haben hier eben auch so ein ja, Rudolph-Print quasi drauf. Dann gab es zwei verschiedene so Creme-Masken, also solche, keine Tuchmasken, sondern halt solche cremigen Masken. Zu einmal eine Variante, die hieß irgendwas mit Snowflake, meine ich, oder irgendwas mit Snow auf jeden Fall. Die hatte aber so Schimmer drin und war auch so ein bisschen leicht gelig, die habe ich mir nicht mitgenommen. Aber dafür habe ich mir zweimal die Gingerbread-Maske mitgenommen mit Orangenöl und Ingwerextrakt, duftet nach Weihnachtsbäckerei. Intensive Pflege und regenerierend, das ist eine Crememaske und die wollte ich dann ganz gerne für die Füße benutzen. Deswegen durfte die gleich doppelt mit, weil
Ja, sowas kann ich eigentlich immer gebrauchen. Sowas brauche ich dann auch relativ schnell auf. Und wie gesagt, riecht eben nach Weihnachtsbäckerei. Deswegen gleich zweimal. Das finde ich auch super, super schön, wie gesagt. Und dann zwei Tuchmasken. Es gibt auch noch zwei Hydrogelmasken. Einmal so eine Good-Night-Variante und einmal sowas mit so Zuckerlollis drauf. Die habe ich mir aber nicht mitgenommen. Hydrogel ist nicht mehr ganz so meins tatsächlich. Aber die anderen beiden Masken durften mit. Und zwar einmal Cookies for Santa. Das sind eben ganz normale Tuchmasken, die eben bedruckt sind. Das ist jetzt einmal mit Mandelöl und Granatapfelextrakt und weihnachtlichem Duft. Verwöhnend und entspannend. Auch super, super süß, wie ich finde. Und dann einmal Rudolphs Squad Tuchmaske, Cranberry und Vanilleextrakt, Sweet Candy Duft, glättend und feuchtigkeitsspendend. Super, super süß. Ja, musste einfach mit. Ich bin extra wegen den Masken in Müller gefahren. Ich habe vorher angerufen, ob die da haben. Aber ich bin extra wegen denen dann hingefahren. Und wegen den anderen beiden Masken, die es jetzt normal im Sortiment limitiert quasi gibt. Und zwar einmal Charming Cat. Tuchmaske mit Rosen- und Minzextrakt und Hyaluronsäure. Super süße Verpackung. Und einmal I Love You Like No Other, also die Otter-Tuchmaske. Lotusblütenextrakt und Hyaluronsäure. Feuchtigkeitsspendend und erfrischend. Super, super süßes Design, wie ich finde. Deswegen durfte auch die mit. Ja, die sind ein bisschen teurer, auch die sind im Aufsteller, also so um die 1,95, 1,45, so die Augenpads. Aber die gibt es halt nur limitiert und ich wollte wenigstens einmal die Sachen dann haben. Und jetzt zeige ich euch ganz schnell noch drei Sachen, die ich bei Action mitgenommen hatte. Zu einem, die gibt es jetzt neu, die Kaktus Fruity Face Sheet Mask. Ich weiß nicht, ob es noch eine zweite Variante gibt. Normal kommen ja immer zwei raus. Ich habe jetzt aber bei meinem Action nur die hier entdeckt, die Kaktus Maske. Und deswegen habe ich die direkt mitgenommen einmal. Und dann zweimal noch diese ja, Traubentuchmaske, diese Traubensockenmaske. Das ist eben eine Fußmaske mit Traubenduft, Shea Butter und Vitamin E. Und das ist halt eben die Variante, die ich aktuell sehr gerne mag. Es gibt ja jetzt Orange und Traube. Orange ist auch vollkommen okay. Ich mag aber die Traubenvariante einfach einen Ticken lieber, auch vom Duft her. Von der Pflege her sind sie gleich. Und ich mag allgemein diese Action-Fußmasken. Ich habe da jetzt, glaube ich, noch drei von der Traubenvariante da. Denke aber, dass ich im Winter eben nicht mehr ganz so häufig in Action komme. Das kommt jetzt ganz drauf an, je nachdem. Aber zweimal habe ich die jetzt eben nochmal mitgenommen, damit ich die einfach nochmal habe. Genau, das war dann das von Müller. Action hat mir lieberweise meine Mutter bezahlt. Das waren um die 2,50, glaube ich, für alle drei Sachen. Und bei Müller habe ich eingekauft für 32,88 €. Hat durch den 10%-Coupon 3,36 € gespart und habe dann quasi nur noch 29,52 € bezahlt. Jawohl, das war sehr cool und ich bin sehr froh, dass ich die Produkte bekommen habe. Wie gesagt, ich habe vorher angerufen, weil ich mir eben nicht sicher war, ob das in jeder Filiale geführt wird oder nur in den größeren. Denn der letzte Maskenaufsteller war bei mir zumindest, also in meiner Umgebung, nur in den größeren Filialen erhältlich. Aber ich war jetzt sehr froh, dass ich die Produkte bekommen habe. Also falls ihr da noch was haben wollt, dann schaut auf jeden Fall schnell bei Müller vorbei. Also mein Aufsteller war zum Beispiel noch relativ voll. Aber ich wohne auch jetzt nicht unbedingt in der Nähe von einer richtig großen Großstadt, dass jetzt da viele einfach das interessant finden, sowas oder ja, viele sich dafür halt auch interessieren, genau. Aber ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier trotzdem gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.